Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen PlayStage-Reihe zu, ja, die Abstimmung. Man kann jetzt endlich Beiträge machen auf meinem Kanal. Und ich habe zur Abstimmung einmal, zu welcher PlayStage-Reihe ich etwas produzieren soll. Und das waren zwei Survival-Horror-Titel. Und das eine war Signalis. Und das andere war Parasite Eve 2. Und ja, hier wird kurz jetzt gleich mal eingeblendet, wie die Abstimmung abgelaufen ist. Ich bedanke mich an den Leuten, die sich dann beteiligt haben, auch wenn es nicht so viele waren. Und ja, ich werde jetzt, wie schon mal in, oh, war das? Das war im Endjahresvideo von der Ranking Stage, wie ich gesagt habe, eine Fortsetzung machen. Es war eigentlich auch in Planung, aber ich dachte, ey, ich mache vorher vielleicht nochmal eine Abstimmung. Vielleicht haben die Leute doch erstmal Bock, was anderes zu sehen. Aber nein, ihr wolltet Parasite Eve 2 bekommen. Und wir starten auch mit Parasite Eve 2. Parasite Eve 2 ist ein Teil, der auch in Europa erschien. Und als, sagen wir mal, Übergangsspiel zu Final Fantasy 9 rauskam. Da wird es auch nicht verwunderlich sein, wenn man jetzt ein paar Coca-Cola, echte Coca-Cola-Commercials sieht, also Werbeplatzierung, denn es gibt Automaten, die Getränkeautomaten, wo echte Coca-Cola-Werbung drauf ist und wie manche vielleicht euch miterlebt haben, hat Squaresoft damals Werbung mit Coca-Cola zu Final Fantasy 9 gemacht und da Parasite Eve ja, kurz davor erschienen ist, also Parasite Eve 2, gibt es auch Coca-Cola-Automaten dort. Ja. Naja, ich habe das Spiel noch gut in Erinnerung als ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob die Story wirklich gut war. Wo wir jetzt Teil 1 gespielt haben, ich finde Teil 1 ist ein wirklich sehr gutes Spiel, auch was so die Story anbelangt. Der zweite Teil, man hört schon hier im Intro, das ist nicht mehr Yoko Shimomura. Das ist schon ein deutlich anderes Teil. Das Tolle hier ist, hier sieht man auch, dass es deutsche Texte gibt. Und ja, werden wir mal schauen, wie wir uns hier durchschlagen werden. Ich habe schon mal Test gespielt, daher weiß ich, wie ich mich in der ersten Phase verhalten kann, denn ich musste zu meinem Leidwesen feststellen, dass nach der ersten Session tatsächlich alles weggenommen wird, aber das werden wir ja gleich hier sehen. Und erst ab hier wurde diese, ja, berühmte Duschszene mit Aldrea eingeführt, aber das werden wir ja alles nachher erleben. Ich freue mich, das wieder auch mit euch zu spielen, denn es ist sehr lange her, dass ich das mal durchgespielt habe. Und es ist mehr näher jetzt an einem Resident Evil dran als einem cinematischen RPG-Hybrid. So, nochmal die kleinen Einstellungen. Oh, ich kann ja nichts machen, ne? Ich finde es auch toll, dass hier die Menüs hier in grün gehalten werden. Das Problem ist auch, ich konnte damals also ich meine, das war auch eine neue Art von RPG, also das war schon ziemlich neu. So, ich würde sagen, wir nennen den Replay-Mode, denn der Bounty-Modus, jagen Sie die versteckten Golems für mehr BPs. Das heißt, es wird wahrscheinlich versteckte Bonusgegner geben. Und ich glaube auch, die Stärke, Enemy-Level ist stark, also das ist jedenfalls der schwere Modus. Und das hier ist der normale Modus, Supply-Level. Condition good, easy, Mission Level easy. Das ist halt die Standardeinstellung. Da kann ich nichts machen und das ist der Normalmode.
Da ich sozusagen es nur replayen will, machen wir es in den Replay-Modus. Und dann werden wir mal schauen, wie wir uns hier durchschlagen werden. Ich kann mich erinnern, dass es ein paar dumme Rätsel gab. Und der Endgegner ziemlich schwer war. Und hier kommt jetzt das Intro. Eine kurze Zusammenfassung. Daya sind seit dem Vorfall von Manhattan verstrichen. Hideaki Senna, also, oh ja, Character Illustration immer Tetsuo Nomura. Ich quittierte den Polizeidienst und wurde NMC Hunter. New Metal Hunting Feature. Der Director war schon ein anderer. Also, dieses Spiel hat definitiv komplett neues Team. Jetzt lebe ich in LA und Kreaturen in der Wüste, Westküste zu jagen. Man merkt, der Tetsuya Fuji. Mitochondrien wie Eve sind seitdem nicht mehr aufgetaucht. Man sieht hier schön noch die vom Teil 1 die Kreaturen. Und die Anzahl der Monster geht stetig zurück. Also alles, was auf den Schießtabletts gezeigt wird, das sind Kreaturen vom ersten Teil. Ich dachte, dass der Albtraum vorüber sei. Musik bei Nasushi Mizuta, also bis zu jener frostigen Sommernacht. Und dieses Spiel basiert auf der Final Fantasy VIII Engine. Man sieht das auch an den Charakteren, die sind viel besser modelliert. Was ist los, Aya? Sieht dir nicht ähnlich? Ist nicht mein Tag. Was jetzt? Wollen wir aufhören? Da ich das Tutorial gemacht habe, wie das Kampfsystem funktioniert, sage ich einfach mal, genug für heute. Genug für heute. Okay. So, Sturm aus. So. Tanksteuerung ist immer noch vorhanden. Ich kann auch mit dem Analogstick steuern, aber das ist gar nicht dafür ausgelegt, finde ich. So, man sieht, ich habe meine PE-Fähigkeiten hier Pyrokinesis. Ich habe BP, ich habe ein paar Experience Points. Ich werde mal gleich gucken, was ich freischalten werde. Ich kann ja noch nichts machen. Options, Stereo, Musik, Cursor, merken, Vibration können wir ausmachen, da ich keine Vibration habe. Bewegung ist laufend immer gut. Alles klar. Key Items. Ja. Meine MITF-Marke, die ID-Marke des MITF, fast identisch mit der FBI-Marke. Das Coole ist, die Objekte erzählen hier auch mehr Story. Ersatzweste nicht vorhanden. Ein Lederhalfter, also Schulterhafter. Ersatzwaffe nicht vorhanden. Oh, wow. Ich habe hier schon zwei Sachen drin. Ach so, das sind die Sachen, die ich da habe. Man sieht hier, man hat auch Attachments, also Taschen, wie in Resident Evil. Relativ. Also man kann ja auch wieder Taschen freischalten, wie in Resident Evil. Aber ich finde, ich glaube, das Spiel wird mir Spaß machen. Ich glaube, von der Story her, glaube ich, wird es schwächer sein als der erste Teil. Eigenschaften der NMCs. NMC steht für Neomitochondria Creature. Neomitochondrien Kreatur. Also, Wesen mit mutierten Mitochondrien.
Die Übersetzungen hier wurden ja natürlich seit Final Fantasy VIII wirklich gut von Square Enix, denn Square Enix Europa, also der Vertrieb in Europa, wurde immer besser. Final Fantasy VII war sozusagen das erste Übersetzungsteam und das war halt ein bisschen holprig, aber seit Final Fantasy VIII, wo sie dann halt mehr Geld hatten, wo wahrscheinlich auch die Leute eingestellt haben, die Fans waren, oder sich gut auskannten mit Englisch bzw. japanischen Übersetzungen und daher sind die Übersetzungen hier seit Final Fantasy VIII immer sehr recht gut gewesen. Natürlich, wie man auch weiß, Final Fantasy X mit dem Voice Acting, das war das erste Mal. Und das hat sich dann auch gebessert. Ne? Die Voice Actor sind viel besser geworden, die wissen, wie sie die Drehbücher machen, die wissen, wie was, also die stellen auch gute Leute immer ein und die übersetzen auch immer direkt aus dem Japanischen und setzen das sehr gut in diesem coolen englischen Slang vor, dass die Charaktere sich auch so anfühlen, als würde man nichts verpassen. Ich finde immer noch, Final Fantasy XV hat ja deutsche Lokalisation. Ich finde, was das Deutsche angeht, da haben sie, wie gesagt, Square Enix muss lernen. Ich spiele trotzdem das Englische, weil ich habe das so. Also ich spiele immer JRPGs immer mit englischen Voice, weil ich verstehe die gerne. Es gibt auch immer In-Voice-Sounds, aber hier, das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Aber hier ist zum Beispiel die deutsche Übersetzung wirklich sehr gut. Mitohonia sind für die machen wir weiter. Mitohonia sind für die Energiezugang zuständig. Fast jedes Lebewesen besitzt Mitohonia. In Urzeiten waren sie eigenständige Geschöpfe. Sie gingen eine Symbiose mit den Zellträgern ein. Eine einzige Zelle mit zwei verschiedenen DNS. Ja, wenn man weiterliest, Nemotohonde sind welche, die in ein eigenständigen Bewusstsein entwickelt haben. Wenn ein Wesen eingenommen wird, entwickelt es sich zu einem blutrünstigen Killer. Der Vorgang ist, oh, irreversible. Irreversibel. Wir müssen sie beseitigen. Eigenschaften der NMCs. Alles klar. Zeitungsausschnitt über die MITF und die NMCs. Gruseliger Mordfall. Ein Bigfoot in LA. Zwielichtige Boulevardblätter. Kein Wunder, bisher gibt es keine offiziellen Stellungnahmen über uns oder die Monster. Manchmal nervt mich das schon. Alles klar. Also, das heißt, die MITF ist sozusagen eine Geheimorganisation, die sich als FBI tarnt. Manche wissen darüber Bescheid, manche nicht. Die alten Kollegen sind hier leider nicht vorhanden. MITF, Mitohondrien Investigation Task Force. Und hier wird es jetzt nochmal übersetzt. Mitohondrien Untersuchungssondereinheit. Die Einheit, der ich jetzt angehöre. Die MITF wurde als Spezialeinheit des FBI gegründet, um NMCs aus dem Verkehr zu ziehen. Nach dem Vorfall in Manhattan, als die NMCs zu flüchten begannen, wurden Büros im ganzen Land errichtet. Heute ist die MITF eine Abteilung des FBI, da die Existenz der NMCs nach außen hingehen geheim ist. Geben wir uns als FBI-Agenten aus. Das erleichtert uns die Arbeit. Unser LA-Büro wurde letzten August gegründet. Mein Boss, ja, das soll Boss heißen. Die neue, da war noch die Rechtschreibung noch nicht ganz klar, ob man das jetzt mit SZ oder Doppel S macht. Ich musste auch erstmal klarkommen, was das ist ein SZ? Mein Boss Baldwin wird von Alan Hall genannt, weil er die Persönlichkeit eines Computers hat, besitzt. Also, ne, Hall aus 2001 Odyssey im Weltraum. Hier gibt es sehr viele Verweise auf Schauspieler. Und man merkt hier, alles klar. Hier waren wirklich Fans von amerikanischen Filmen im Gange. Und das hat auch so eine Ausrichtung. Das Team besteht aus sieben Huntern, zwei Analytikern, einem Computerfachmann und einer Waffenexpertin. Wir, die Hunter, jagen NMCs in Großraum LA. Unser Job ist dem eines Termitenjägers ähnlich. Der Grundprinzip des MITF. Also. Ja, schön, ne? Also, dass man mehrmals klickt und man mehrmals noch Infos bekommen. Fotos von Schnittwettbewerb, der kürzlich stattgefunden hat. Rupert Broderick war der Sieger. Er ist ebenfalls Hunter. Ein Ex-FBI-Agent,
der hierher gewechselt ist. Seine Tochter soll von NMCs getötet worden sein. Im Grunde ein netter Mensch. Nur bei NMCs wird er zum Killer. Deswegen will ihn niemand zum Partner. Mich will auch niemand wegen meiner PE-Kräfte. Ich jage immer allein. Vielleicht viele mögen es nicht, wenn ich die PE anwende. Achso. Oh! Fotos vom Schießwettbewerb, 2. Platz, Area. Das bin ich. Falls man die Figur noch nicht kennt. Sehr schön. Also ich finde das toll. Die Tank-Controls sind alle, finde ich, auch sehr spielbar. Ja. Verstanden. Ja, Sir? Also, ja, Sir. Pierce? War das Hall? Erraten. In Acropolis Tower, Downtown LA. Denn wir waren im letzten Teil in New York. Scheint der Teufel los zu sein? Acropolis Tower? Oh. Ich war dort letzte Woche beim Schlussverkauf. Dann weißt du ja, wo das ist. Hall will, ich meine, Supervisor Agent Baldwin will, dass du dich darum kümmerst. Sind auch wirklich NMCs im Spiel? I don't know. Das letzte Mal hatte jemand einen Straßenverkäufer, der als Küken verkleidet war, mit einer NMC verwechselt. Diesmal ist es ernst. Sogar das SWAT wurde dorthin beordert. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Wo ein NMC ist, da bin ich auch. Ja, Air Brayer ist jetzt ein bisschen mehr cool. Hast Pierce noch was zu sagen, Pierce? Jody hat schon den Wagen vorgefahren. Du siehst blass aus. Zu viel gefeiert, was? Du weißt, dass ich nicht trinke. Es ist nur vorübergehend. Hab so komische Albträume. Komische Albträume. Ah ja, das wird nachher Thema sein. Von meiner Schwester. Ja, ja. Sie schreit um Hilfe. Was denn? Ich wusste nicht, dass du eine Schwester hast. Sie ist gestorben. Schon vor langer Zeit. Beeil dich jetzt lieber. Beeil dich jetzt lieber. Okay, alles klar. Gibt's hier noch irgendwelche Informationen? Werbung für Waffen und Schutzwesten. Ich mag diese schweren Westen nicht. Die Sachen, die man oft benutzt, sollten griffbereit sein. Nicht komisch, wenn man von NMCs umzingelt wird und man keine Munition oder Ersatzwaffen hat. In meiner Lederjacke habe ich immer das Nötigste mit. Die Geschwindigkeit ist ein bisschen langsam, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist aber auch dem Dingens geschuldet. So, das ist mein Wagen. Ich kann noch nicht los. Alles klar. Aber was wir hier machen können? Umgucken lohnt sich. Ein Getränk. Jemand muss es vergessen haben. So. Das ist auch eine Gameplay-Mechanik, die ein bisschen auch... wir haben hier unsere Nahkampfwaffe. Und mit Dreieck erforscht man das Ganze. Wir haben hier eine Lederjacke. GPS, ein militärisches Ordnungsgerät, zeigt die Position der Gegner an, weil das, wie ihr merkt, das Spiel hat trotzdem feste Kameraperspektiven und das Radar oben zeigt, wo die Gegner sind. Man kann manchmal schon vorher Gegner anvisieren. Wenn man anvisiert, ist man im Kampf drin und dann kann man schon schießen. Mit Viereck visiert man automatisch an und dann kann man mit Viereck und Richtungstaste immer die Gegner auch wechseln. Bewegung ist aber auch ziemlich wichtig. 9mm Stahlmantelpatronen passen in Pistolen und MPs, also Maschinenpistolen. Medizin Level 2. Und da habe ich jetzt Medizin Level 3.
Das ist doch cool. P-Energy, ich weiß nicht, ob ich. Ich gucke erstmal, was ich jetzt mache, da ich jetzt Vorwissen habe, wie es gleich hier aussieht. Ich gehe jetzt erstmal. Waffenkammer. Hey, Aya. Du kannst deine BPs gegen tolle Items eintauschen. Ein paar Tabletten solltest du schon mitnehmen. Was darf sein? Was sind BPs? Du könntest wirklich Urlaub gebrauchen. BP bedeutet Bounty Points. Schon vergessen? Eine Art Bonus für Hunter wie dich. Für jeden NMC gibt's als Belohnung BPs. Kaufen. So. Muni. Ich überlege gerade. Sonstiges. Also das brauche ich nicht. Was ich unbedingt machen könnte, wäre schon mal das hier. Erzeugt Blitzschlag mit Max Reichweite und Healing. Den kann ich jetzt nicht kaufen. Energieshot nicht. Das sind Sachen, die man schon freigeschaltet hat im letzten Spiel. Also ich hatte die wahrscheinlich fast auf Level, alle Level 3. Erzeugt ja Blitzschläge. Ich würde mal sagen, ich mache das mal. Kann ich noch was machen? Metabolismus. Kurierzustandsveränderung. Ah, ich bin nicht. Ich glaube, das würde ich jetzt noch nicht als wichtig erachten. Das vor allen Dingen hier noch vor Resident Evil Remake. Hier gibt es Verteidigungswaffen. Ich habe sie noch nie in der Praxis anscheinend eingesetzt. Ich werde mir aber auch erstmal keine holen. Da das sowieso alles nach dem ersten Level wegkommt. Schutzkleidung. Schildkrötenweste. Alles ist viel zu teuer. Ich werde erstmal nichts holen. Munition. Hydra. 9 mm Weichmantelpatronen explodieren beim Aufprall. So, kaufen. Ich werde mir, glaube ich, 500 holen. Oder? Ach nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mal mit den normalen Kugeln erstmal durch die Gegend eiern. Wir sparen uns ein bisschen. Waffen. Was ich mir aber holen könnte, wäre der. Ah, das kann ich aber nicht holen. Ein 40 mm Granatwerfer-Bauteil für die MA4A1. Also, die werde ich mir nachher später holen. Die Schotti werde ich mir nicht holen. Die ist nicht so gut. Vielleicht gibt es später noch eine bessere. Okay, jede Waffe hat ihr eigenes Kaliber und eine Farbe. Die Munition für deine 93R ist hellblau gekennzeichnet, aber du bist ja ein Profi. Pierce wollte 9 mm Kugeln in seinen Revolver stecken. Ist schon lustig. So, das erste, was ich jetzt machen werde, use. Benutzen. Power Genesis freigesetzt. Und ihr seht, ich habe jetzt mehr MP. P-Energy. Somit habe ich jetzt mehr Energie, weil ich finde, das Plasma ist ziemlich gut. Hitzewelle nietet Gegner um. Also. Die werden auf den Boden gesetzt und ich kann in Ruhe die zerballern, freisetzen, damit ich zumindest Healing habe. Aber ich sag mal nein. Ich werde mir sonst nachher Healing holen. Das heißt ordentlich EXP sparen. Experience Points. Was habe ich hier drin? 9 mm Parabellum. Wahrscheinlich.
Medizin Level 2, GPS. Denn es gibt in Levels Kisten. Oh, Entschuldigung für die Störung. Ah, ich muss mal gucken, ob das ich das irgendwann mal erkläre mit dem HD-Kabel hier. Oh, das ist echt manchmal eine Katastrophe. Bist du bereit? Noch nicht. Noch nicht. Jody wartet in der Waffenkammer auf dich. Also das Spiel weist dich nochmal darauf hin. Und wie im ersten Teil speichert man hier auch am Telefon. Was treiben Sie eigentlich noch hier? Meine PE-Dateien, also das ist vom letzten Gameplay-Through. Also ich habe sehr viel Pyrokinesis benutzt, Healing und Plasma. Na, und hier sieht man auch, was das hier alles war. Waffendetail, ich habe sehr viel mit dem Maschinengewehr geschossen, plus 1. Ich glaube, plus 60 Schuss, also ich habe es nochmal erweitert. 9mm Pistole mit Triple Fire, eine 9mm Maschinenpistole mit einem Blitzlicht. Es gibt eine Granatpistole und Monoguzi. Ein schwer 44mm Revolver zeigt verheerende Wirkung. Spielstand, Spielzeit 9 Minuten. Ja, also wir werden hier ordentlich noch was bekommen wahrscheinlich. Aber speichern werden wir erstmal. Wir werden ja gleich wieder losfahren. Also man kann hier erstmal noch nicht viel machen. Bist du bereit? Jo, wir sind bereit. Jederzeit. Ja, okay, Aya, ich mach das Tor auf. Und sei vorsichtig. Also, das Spiel hat auch zwei CDs. Aber das Spiel ist tatsächlich nicht so lang. Wahrscheinlich sehr viele FMV-Sequenzen. Und wirklich schön gerenderte Hintergrundgrafiken. Also, wow. Nochmal hier übersetzt: Acropolis Tower Los Angeles. Da stürzt ein Hubschrauber ab. Boom. Ja, und wir öffnen wie ein Spiel mit einem Knall. Ja, die Rendergrafik ist auch besser geworden. Man erkennt Abrea fast. Also ist auch neu designt. Übrigens, dieses Auto ist auch eine Reminiszenz an Evil Dead. So viel Blut. Ein SWAT-Beamter. Agent Aya Brea, MITF Sondereinheit. MITF? Ach ja, wir wissen Bescheid. Gehen Sie hinein. Aber wirklich detailreiche Charaktermodelle auch, ne? Also man sieht hier, wie die Jeans mit dem Gürtel da hinten designt ist, die Jacke. Also wirklich cool gemacht, also. Wie ist die Lage? Sieht übel aus. Sie haben das Dachgeschoss besetzt. Das Ganze gerät außer Kontrolle. Wenn die Armee nicht bald eintrifft, tut sie nicht. Und das ist eine Technik aus Final Fantasy VIII, deswegen wir bewegen uns hier in der Sequenz. Abgestürzter Helikopter. Keine Überlebenden.
Ich bin Agent Breyer. Wie sieht's oben aus? Das SWAT-Team hat den Tower gestürmt, aber der Kontakt brach ab. Und die Zivilbevölkerung ist bereits evakuiert worden. Da sollen Monster sein. Verstehe. Danke. Seien Sie vorsichtig. Ja, das ist wie so ein cooler Actionfilm. Es ist ja immer noch ein Cinematic RPG. Wird ja immer noch so beschrieben. Sir, eben ging eine FBI-Agentin rein hinein. Ich weiß. Eine MITF-Beamtin. MITF, Sir? Nie was davon gehört? Der Vorfall in Manhattan. Der mit den Monstern. Da fährt sie jetzt mit dem Fahrstuhl hoch. Sie jagt diese Kreatur. Ein Profi. Ja. Das ist wirklich so eine Intro-Mission. Also die ist wirklich cool designt. Man muss aber wissen, dass man danach alles verliert. Aber das werden wir ja später sehen. Yeah! Yeah! Sie hat auch keine normale Handfeuerwaffe. Sie hat auch so einen Halter da vorne, also dass sie wirklich genauestens zielen kann. Was ich cool finde hier ist, also wenn hier genug Licht ist, die Lichtverhältnisse für so ein Spiel sind wirklich fantastisch. Ne? Finde ich. Ich habe mich noch nicht genau hier... Ach ja, hier, das sind Spiegelungen auf dem Fenster. Also wirklich toll gemacht, tolle Technik. Eine Nottreppe. Mit Viereck kann man zum Beispiel, hier sieht man, anvisieren schon. Und das ist da, das ist das Bild, was mega ikonisch ist. Hier ist die Scheiße mega am Dampfen, Alter. Alle tot. Großer Gott. Einschusslöcher auf den Fenstern. Och, also wirklich, die Sounds und so, wirklich toll verarbeitet. Ich weiß nicht, ob man den besiegen hätte können. Ob ich jetzt so, wenn ich so gemacht hätte, dass ich den vielleicht kriege. Agent Breyer, hier spricht Baldwin. Sie sind also am Einsatzort. Was? Das SWAT-Team? Verstehe. Höchst ungewöhnlich, dass NMCs so wüten. Also, an die Arbeit. Seien Sie aber vorsichtig. Ich würde mal vorsichtshalber zum ersten Mal speichern. Nein. Wir machen eine neue Datei. Das Ding ist, das merkt sich das. Also das ist auch, das gilt auch unter Cursor merken. Ja. Finde ich toll. Speichervorgang beendet. So, dann gehen wir auch hier rein. Denn das ist unsere erste Anlaufstelle hier. Freeze. Es gibt manchmal auch eingesprochene Sachen. Nicht schießen, FBI. Sind Sie verletzt? Nichts Ernstes. Ich bin okay. Wo ist der Rest? Ja, ja, du Arsch. Haben Sie nicht gesehen? Sie sind alle tot. Verstehe. Der ist nur dafür da, dass wir das machen. Das ist noch eine, da ist noch eine Frau, die evakuiert werden muss. Zu dumm, dass ich. Ja, ja. Bitte kümmern Sie sich um sie. Alles klar. Seht ihr den Coca-Cola-Automaten? Das ist eine echte Coca-Cola-Automat hier in einem Spiel. Product Placement. Kaffeeschlüssel erhalten. Der will, dass wir da reingehen, weil die wollen wahrscheinlich Kampfdaten sammeln. Seien Sie vorsichtig.
Wir können nichts mit dem Coca-Cola-Automaten machen. Ein Getränkautomat. Das ist echte Coca-Cola-Werbung. Das ist mega krass. Beeilen Sie sich bitte. Das ist kein SWAT-Einheit, SWAT-Beamter, aber das werdet ihr nachher sehen. Übrigens. Ah ne, Key Items. Ein antiker Schlüssel. Mit Dreieck erforscht man, was diese Fragezeichen sind, damit man weiß, ah, das ist das, das ist das, das ist das. Und wir gehen hier nie wieder rein, deswegen braucht man auch hier nicht extrem gucken. Dieser Raum ist nur dafür da, dass man den Schlüssel holt. Und das Spiel sagt ja auch, ach, mit X gehst du Treppen hoch und hinauf. Denn wir sind kein Metal Gear. Hm? Da liegt etwas auf der Bank. Eine Munitionskiste voll mit 9mm Munition. Ich nehme sie mir mal. Ich nehme mir welche. Hier halten Sie unbegrenzte Munition. Natürlich. Merken Sie sich diese Kiste gut. Das heißt, wir können jetzt ordentlich ballern. Also sozusagen das Spiel. Das Spiel will, dass wir wirklich sehr viel. Ja. Das Spiel will, dass wir auch sehr viel. Ist geladen. Alles klar. Dass wir. Obwohl, ich versuche mal auch mit Nahkampfangriff. Also ich werde erstmal die Medizin wegnehmen. Austauschen mit Tampfer. Ich werde mal versuchen, die Gegner zu verhauen. Wenn es mir möglich ist. Ich glaube, hier ist noch kein Gegner, deswegen ich gehe nochmal hoch. Obwohl, warte. Ich kann ja mir hier alles angucken. Das SWAT-Team. Der Geruch von Blut. Überall Leichen. Konnte das nur passieren? Ist hier irgendwo noch ein... Ich glaube, der hier hatte was. Tod durch Blutverlust. Er ist noch warm. Ich glaube, die anderen, ja, die anderen hatten ja nichts mehr. Ich werde mal jetzt versuchen, mal meine Tompe auszu. Ich werde mal versuchen, meine Tompfer mal auszuprobieren, weil ich habe ja Metabolismus, also... Ah, hat er was? Die Polyacrylweste völlig zerrissen. Was für eine immense Kraft. So, hier kommen wir ja nicht durch, weil der Strom ist aus, wird sie wahrscheinlich sagen. Eine Rolltreppe. Eine automatische Tür, sie reagiert nicht. Wahrscheinlich kein Strom. Aber interessant, dass sie die Ladezeiten so kaschieren, dass es flüssig wirkt. Eine interessante Weise. Man muss halt wissen, immer wenn Treppen da sind, dass man drücken, was drücken muss, dass du nicht automatisch hochgehst. Das kann in manchen Kampfsituationen echt brenzlig werden. Aber ich glaube, wir kommen klar. Abgeschlossen. Sie muss von innen abgeschlossen sein. Ah, unser erster Encounter.
Das war doch schon mal nicht schlecht. Oh, der sieht sehr kaputt aus, Mann. Der sieht eher nach einem FBI-Agent aus. Es wird alles gut. Seien Sie vorsichtig. Wir sind keine Menschen. Hat er noch was? Glaube nicht, ne? Verdammt. Er ist tot. Wie ihr gesehen habt, man kriegt Leben und BPs wieder zurück. Ich glaube, hier war nichts mehr. Ich kann ja trotzdem noch mal gucken. Vielleicht habe ich was übersehen. Reste vom Sandwiches liegen zerstört. Also auch die Umgebung erzählen Stories. Das ist schön. Ah, wir gucken mal rein. Ein erschreckendes Bild, finde ich. Eine Frau. Vermutlich eine Zivilistin. Was macht die eigentlich noch hier? Hm, eigentlich hast du mit dem Beamten, also eigentlich hast du mit dem Typen gesprochen. Du dürftest dich eigentlich nicht wundern. Kaffeeschlüssel benutzt und Schloss entriegelt. Schön, dass Key-Items getrennt auch sind, dass sie deinen Platz nicht verbrauchen. Ja, jetzt kommt die ikonische Verwandlungsszene. Sind Sie okay? Ich bin vom FBI. Hier ist es zu gefährlich. Kommen Sie bitte mit. Jetzt kommt ein bisschen Body Horror! Das ist schon echt extrem, Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt stärker sind. Ah, machen wir mal. Also den kann ich nicht umwerfen. Also den konnte ich nicht umwerfen. Der war doch schon ein bisschen stärker. Oh, BP, EXP, MP. Ich wähle mal und ich benutze es auch mal gleich. Diese Sorte sehe ich zum ersten Mal. Da ist etwas im Kopf implantiert. Hm. Elektroteil. Und jetzt kommt auch ein Resident Evil 2 Moment. Runter! Und sie ist nicht runtergegangen, einfach nur zur Seite. Mein sauber verdiente BPs. Du kannst sie behalten. Wir haben es wohl mit einer neuen Spezies zu tun. Ja. Die konnte ich nämlich nicht umwerfen. Die war als Frau getarnt. Als Frau? Ja.
Ein SWAT-Beamter bat mich, sie zu evakuieren. Sorry, dass ich gestört habe. Hinten sind noch mehr. Allein schaffen wir es wohl nicht. Ah ja? Ruf Baldwin an. Geht in Ordnung. Bevor ich wieder hier rausgehe... Nee, er hat alles im Griff. Rupert packt das schon. Ich hol lieber Verstärkung. Okay, dann verhau... Kann ich die nicht verhauen? Doch. Na, das ging doch gut. MP erhalten, Item. Entsorgen. Braucht sowas nicht. Moment. Hat sie nachgeladen? Ich weiß es nicht. Einfach immer Munition nehmen. Eine Spezies, die sich tarnt? Verstärkung kann ich leider nicht schicken. Sie sind alle im Einsatz. Ich habe eine Idee. Benutzen Sie die Waffen, die herumliegen. Sie haben die Erlaubnis. Pierce möchte mit Ihnen reden. Alle Wetter. NMCs, die sich als Menschen tarnen? Verliere dieses Elektroteil nicht. Bring's mit zurück. Und sei vorsichtig. Guck mal, weil wir können jetzt nicht mehr rein. Abgesperrt. Hass und Gewalt. Einmal den Schweiß sich von Dingens nimmt. Aber ich brauche sehr viel EP für den Scheiß. Wenn wir schon mal ballern sollen. Die Tür ist offen. Wurm des Poseidon.
Ich guck erstmal hier noch, weil habe ich mich auch tatsächlich nicht umgeguckt. Okay, hier wollte ich noch nicht durch. Ah, ich merke schon, ich nehme lieber meine Waffe. Austauschen. Doch, Level 2. Ja, das Spiel will, dass wir ballern. Deswegen ist schon okay. BP? Ja. Alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Also die Nahkampfoption ist toll. Man kann es machen. Aber ich verliere dadurch sehr viel Energie. Das ist etwas, was nicht so ganz gedacht ist. Jedenfalls nicht für die Gegner. Ich weiß nicht. Ich versuch's mal. Das war aber gut. Das war gut geplant. Ja, gut, dass ich mein Dingens, mein Pyrokinesis gekauft habe. Da gucken wir uns mal um. Café Room. Da sind wir jetzt im Café. Rupert ist auch jetzt gerade weg. Ein Wissenschaftsmagazin. Einen Spezialbericht über Mitochondrien. Und hier kann man jetzt sich belesen. Ja, wir sehen, da hinten ist halt ein Dingens. Und dann kann man jetzt sehr viel lesen. Lexikon, Mitochondrien, was das genau ist. Gen, DNS, Manhattan-Vorfall. Warte, wurde Medea erwähnt? Medeas Theorien ließen sich die Mitochondrien absichtlich vom Zellkenner. Ja, Medea wird doch erwähnt. Medea ist unser japanisch-amerikanischer Kollege damals gewesen im ersten Teil. Ich krieg noch keine Leben zurück. Schade. Ich krieg bisher nur MP zurück. Aber ich habe den schon mal erledigt. Jedenfalls, das ist kein Spiel, wo Munition rar gesät ist. Es will ja, dass du so spielst. So, ach ja, da wollte ich rein. Weil den Raum habe ich beim Anspielen echt übersehen. Beim Testspiel. Wieder ein Sword-Team. Hals in Zahn. Da liegt was. Medizin Level 1. Use. Windows. Alles klar. Hier ist eine Ampulle. Berührungsmittel. Gucken, was die Berührungsmittel nochmal können.
Cross Silence, Berserk und Confusion. Also einmal Medica, sozusagen. Ja, und hier gibt's dann nicht mehr. Hier hängt ein Schlüssel. Blauer Schlüssel. Den nehmen wir. Du. Zucken, zucken, zucken. So, da sind die verschiedenen Ansichten. Zucken. Guck mal, der Typ ist weg. Rupert. Ein SWAT-Beamter. Das scheint okay zu sein. Das ist der, der uns den Schlüssel für die Cafeteria gegeben hat. Aber was macht er da? Tja. Und da kommen wir später hin. Und da kommen wir auch später hin. Und da setzen wir den Schlüssel jetzt ein. Denn jetzt können wir die Rolltreppe benutzen. Wirklich wahnsinnig toll vorgewendete Hintergründe. Ein Gekritzel. Ja, das ist für die Tür da unten. Die habe ich leider. Musiknoten sind eingezeichnet. Bridgebrücke wohl der Titel dieses Stücks. Ich weiß nicht, wo ich das eingeben kann. Ich würde es ja so gern eingeben, irgendwie. Weil das hier ist auch nicht reactable. Naja. Aber wir kommen auch so durch. So, wo ging es weiter? Ich will ja nicht ganz rum, daher gehen wir darum. Ich glaube, da gibt es auch einen Counter wieder. Nee. Also kann man immer prüfen, ob es einen Kampf geben wird. Aber wir haben schon eine Stunde. Mensch, Mensch, Mensch. Es geht aber schnell hier. Ah, sie geht automatisch der Beruf. Wirklich, toll animiert. Wirklich. Also echt. Guter Job hier. Ist viel sicherer. Aber man kann immer noch nicht mit der Dingens hier entdecken, ne? Ein Getränkeautomat ist nur Product Placement, aber netter Product Placement. Ein SWAT-Beamter. Verdammt, er atmet nicht mehr. Seine Schutzweste ist ja unbeschadet. Natürlich. Schutzweste erhalten. Ich werde sie mir kurz ausleihen. Ja, dieses kurz ausleihen soll für euch eine Warnung sein. Ihr werdet das hier nicht mehr... Ihr werdet das euch
ihr werdet das nicht mehr benutzen, weil guckt euch das an, das ist viel besser. Ihr könnt 7 Sachen tragen, gibt euch 10 MP mehr und 50 Leben mehr. Taktische Weste ausgerüstet. Das heißt, GPS kann rein. Die Kugeln können rein. Medizin kann rein. Naja, und die Tampfer vorsichtshalber, ne? Und mehr brauchen wir nicht, weil ihr könnt nicht dieselben Sachen zweimal tragen. Ihr könnt nur von einem Typ einmal was tragen. Und guckt euch uns an. 150 Leben, 45. Baby. Wir haben ja ganz schön viel hier. Aber ich werde das alles sammeln, die Dingens. Ach so, ich glaube, ich wurde nicht, ich wurde keine Lebenspunkte geheilt, weil ich die immer voll hatte. Stimmt, das heilt ja nur, wenn ich die nicht voll habe. Habe ich ja komplett vergessen. Mensch. Ein bisschen Arcady, aber ja. Ist hier was? Nö. Ja. Und da hinten sieht man schon Gegner, deswegen kann man schon ein bisschen... Es heilt nur, wenn ich das nichts habe. Das ist wirklich gut. 120 gleich? Wow. Also 10, ja. 10 und Dingens. Dieses Highscore, ne? Das ist ein bisschen Medizin-Level. Wählen. Benutzen. Jo. Ah, hier kommt unser kleiner Nemesis. Gleich. Erstmal gucken. Gibt's hier noch was? Ah ja, der hat bestimmt was. Die Schutzweste. Völlig zerfetzt. Er hatte keine Chance. Oh ja. Die Waffe werde ich jetzt benutzen. Ich will sie mir mal kurz borgen. Achtet immer auf das, was er ja sagt. Use... Die Rate ist nicht so hoch und die wiegt auch viel. Ich werde sie mal ausprobieren. Ach warte, die hat eine Batterie? Eine passende Munition. Ach so, ich kann wahrscheinlich dann die Munitionsart immer sofort wechseln. Naja. Keine Bewegung. Bist du okay, Rupert? Nicht weiter schlimm. Was war das?
keine Ahnung. Er sprang von der Decke. Was ist mit der Verstärkung? Tut mir leid, sie schicken niemanden. Ach wirklich? Dann musst du den Typen allein verfolgen. Alles klar. Sei vorsichtig, Ehe. Irgendwas ist oberfaul. Natürlich. Ja, ich weiß. So, so der Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel. Er muss ihn verloren haben. Das heißt, Backtracking, Baby! Geh schon, ich komm nach. Klagebuch. Ein Schädling weiß nicht, dass er anderen schädigt. Karl Forbin. Hier. Nagida. Wir können sie nicht mehr einfangen. Wie in New York. Verstanden. Ich werde sie eliminieren. Keine Sorge um die beiden. Nummer 9 kümmert sich um sie. Nein. Ja, nie wieder hören wir was von dem Typen. Nie wieder. Sie ist von innen verschlossen. Na toll. Entschuldigung für die Bildsteuerung. Eine Bombe! Wir können nichts machen, ne? Lieber nicht anrühren. Eine Bombe. Ich kann sie nicht entschärfen. Was mache ich? Ich sag mal hier unseren Kollegen Bescheid. Mehr können wir nicht machen. Ah, diese. Ach ja, das ist eine automatische Pistole, hätte ich eher durchhalten können. Aber den roten Schlüssel, den müssen wir jetzt benutzen. Unser Kollege ist nicht da, ne? Den können wir das nicht sagen, ne? Nee. Alles klar. So, dann gehen wir zurück und holen uns eine ganz bestimmte Waffe. Ich sollte auf mein Radar achten.
Ja, wir gehen jetzt zurück und da werden sich uns Gegner in den Weg stellen. Multischaden, Alter. Einfach mal zwei Ladungen in die Dinger reinpumpen, weil die einfach nicht viel abziehen. Ja, aber nach diesem Einsatz geben wir alles zurück, deswegen ruhig Blut, da kann man abgehen. Ach, damit kriege ich die Scheißdinger weg. Okay. Gegenkifft. Entsorgen. Ich kann auch leider nichts. Ich kann auch leider nichts hier verkaufen. Deswegen bringt mir das nicht so viel. Wenn ich die Sachen trage. Entweder benutze ich sie gleich oder nicht. Dieses Item nehmen? Ja klar, ja. Aber richtig voll. So, dann gehen wir mal hier durch. Ich weiß, ich hätte rumgehen können, aber... Okay, das Blenden ist gar nicht mal übel. Das spart mir ziemlich viel MP. Alles nimm, Baby. Obwohl, die hat mehr Power. Und dann nimm da erstmal natürlich die. Warte, dann rüste ich aber auch die andere Munition aus, weil das ist eine andere. Ach nee. Ja, unsere Energie reicht aus. Alles super. Ja, ich muss ein bisschen mehr auf das Radar achten. Aber das wird schon. Ihr könnt ja gar nichts hier. Bringt nix. Hier bringt Magie ja was. So, dann holen wir unsere
sagen wir mal, Endbosswaffe. Außerdem, das ist mir echt erstmal egal. Man soll ja hier ballern. Oh, habe ich die schon wirklich alle weg? Exit, da wollte ich rein. Denn wir haben den roten Schlüssel. Item, roter Schlüssel. Und dann holen wir uns jetzt unsere Endwaffe. Für dieses Level. Ja, wir geben alles ab, leider. Und natürlich werden da auch noch Gegner sein. Oh, scheiße, ich muss ein bisschen ran. Okay, sie ist leer. Ach, das war dumm. Das hätte nicht sein sollen. Granaten. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz. Alles klar. Die Leiche eines SWAT-Beamten. Er hält noch seine Waffe in den Händen. Hohohoho, Granatpistole, Baby. Nee. BP, ja, wir sparen BP. Wir holen uns dann nachher die Heilung. Alles klar, die Granatpistole ist ready. Dann wollen wir mal. So, dann gehen wir nochmal nach oben. Ich hole mir nochmal kurz Muni. Ich habe auch keine Gegner. Denn wie sieht's aus? Boah, ein bisschen haben wir noch. Alles klar.
So, dann gehen wir mal jetzt weiter. Medizin wählen, benutzen. Jo. Läuft! Läuft, läuft, läuft. Naja. Oh, nee, 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 nee. Keine halben Sachen machen. Verbrenn die Scheiße. Ja. Wählen. Okay, dann gehen wir mal. Einfach ballern. Oh, das war nicht gut. Du. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Irgendeine Bedienungspuls. Weiß nicht. 456? Muss ich was eingeben? 456? Fünf, vier, sechs? Error. Hm. 654. Ah, das ist wahrscheinlich. Fünf, vier, sechs? Aber habe ich schon mal probiert, ne?
Leute, ich glaube, ich habe mir das damals notiert. Ich guck mal kurz in mein Handbuchlein. Ich pausiere das mal kurz. Alles klar, Leute. Da bin ich wieder. Dauerfähig, glaube ich. 5, 6, 1 habe ich mir notiert. Weil diese Gegner machen mich kaputt. Das ist nämlich sehr wichtig, weil hier kriege ich sehr viel, Einfach drüber gehen. Die können nix. Naja, ich habe auch nicht wahnsinnig viel die bekommen, 108. Weil hier wirst du sehr schnell schockiert und getötet. Ja, das war Number 9. Wählen, benutzen. Alles klar. Hier ist auch wieder eine Bombe. Eine Bombe. Scheint funktionsfertig zu sein. Ich kann sie nicht entschärfen. Vielleicht kann es der Typ, der Rupert angegriffen hat. Okay, also wir können tatsächlich nichts machen. Okay, dann ist Boss-Time angesagt, Leute. Denn hier ist nämlich schon mal ein Telefon. Oh, Entschuldigung für die Bildstörung. Und... Use... Weapon... Granatpistole. Alles klar. Was habe ich hier? Habe ich alles? Medizin Level 2, das sollte helfen. Ein Telefon für Notfälle. Ich könnte damit die Zentrale anrufen. Nur mit der Ruhe. Ein Hubschrauber ist bereits unterwegs. Sie müssen vorher diesen Kerl fassen. So, Spielstand. Boah, 42 Ingame-Minuten? Okay, stimmt das nicht ganz. Naja, wir halten uns doch ziemlich viel auf. Anzahl durchgespielt, Anzahl der Siege, Waffendatei. Boah, ein bisschen Tomfer benutzt, ne? Ja. Oh! Ich speichere mal. So, Moment, ich guck noch mal, ob ich das mit der Bildschirmung minimieren kann. Moment. So, Leute, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal. Ja, ich muss jetzt einmal rum für die Bumm. Leitung für Strom und Dampf. Der Lift ist oben. Damit hinauf ist?
Hilft nichts. Ich will Rupert. Ah, naja. Gut, dass wir so viele Magic Mana Points haben. Also Magic Points. Ah, da ist er. Wer bist du? Ich? Ein MC Hunter, genau wie du. Jetzt rate mal, was ich in der Hand halte. Scherzkeks. Das ist dein Leben. Komm her, hol's dir. Nein, ich wollte eigentlich weg. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah. Aha. Okay, ich habe keine Granaten mehr. Oh nein! Das hier. Oh Mann. Das ist scheiße. Das lief viel besser. Ja, ich bin konfus, das ist scheiße. Na, ja, das hätte ich vorher benutzen sollen.
Aber ich hätte mehr mit den Sturm spielen sollen. Nicht schlecht, komm her. Wir machen es oben aus. Der Lift ist da hinauf. Los, her damit. Aber Tempo. Was ist? Schieß doch. Die Zeit ist um, Kleines. Was zum? Ja. Wo ist er? Er ist übergesprungen. Wie? Aus der Entfernung? Was hast du da? Das wird jetzt ein bisschen Comedy-like. Es lag am Boden. Heilige Scheiße. Das ist der Zünder. Was? Kannst du das entschärfen? Sehr witzig. Hm, Scheiße. Hast du was gedrückt? Sehe ich etwa so aus? Wahrscheinlich hatte er einen Komplizen. Wir müssen hier weg. Nimm mal mit der Ruhe. Ein Heli ist unterwegs. Hoffentlich noch rechtzeitig. Schöne Nahaufnahmen der Charaktermodelle. Da, schau. Ja, und das war die Intermission, Baby. Was ging der gerade weg? Haben wir nochmal Glück gehabt. Ein Fiasko. Verdammt nochmal. September 2144, MITF-Zentrale Los Angeles. Ja, es klingeln die Telefone. E. Baldwin. Verweis auf den Schauspieler Eric Baldwin, glaube ich, wenn er so heißt. Danke für den Bericht. Ist das alles? Wäre da noch etwas? Ach ja, hier. Schauen Sie sich das an. Verstümmeltes Vieh. Ein Zeitungsartikel? Und? Soll ich jetzt Aliens jagen? Gut möglich. An diese Kühen war etwas faul. Die Wunden waren alle alt. Sie wissen, was das bedeutet? Neomethodon Creatures. Oder kurz, die NMCs. Sie haben einen enormen Stoffwechselbedarf. Das heißt, es ist unser Job. Exakt. Hier, werfen Sie mal einen Blick drauf.
Ein Durchsuchungsbefehl, ausgestellt vom Bundesgericht, umfasst allerlei Befugnisse, damit die MITF schnell handeln kann. Dieses Foto einer 5 Meter großen Kreatur. Das ist das Foto einer 5 Meter großen Kreatur. Ein Mann mit einer Schrotflinte ist rechts abgebildet. Schwer zu erkennen, aber ist das eine Wüste? Die Existenz der Neometeoriten ist noch ein Staatsgeheimnis. MITF-Einsätze werden stets getarnt. Offiziell heißt es diesmal, dass wir einen Serienkiller verfolgen. Die Karte meines Einsatzortes, die Mojave-Wüste, umfasst Gebirgsketten. Dryfield ist der einzige bewohnte Ortschaft. Das sind alles Key-Items, die ich jetzt bekommen habe für meine nächste Mission. Und er wird wortwörtlich in die Wüste geschickt. Dann darf ich also Kaktusmonster jagen. Lädt kein Schwachsinn. Was ist mit dem Tower? Ein Fiasko. Komplett. Übernimmt ein anderer. Agent Bordrick, Sie haben Krankenurlaub. Verstanden. Sie können gehen, Agent Breyer. Das wäre alles. Schöner Shot. Air, ich weiß es jetzt. Wie schön für dich. Hey, machst du etwa auf Trübsal oder was? Sehe ich so aus? Das wird dich etwas aufmuntern. Das Elektroteil, das diese Kreatur am Kopf trug. Was ist damit? Raus mit der Sprache. Das ist ein Mikrosender. Diese Kreatur von letztens. Jemand muss sie gesteuert haben. Gesteuert? Wie einen dezierten Hund. Ach, da fällt mir ein. Sie trug auch Brandmarken. Sei nicht albern. Jemand kontrolliert also die Biester. Wozu all das gut sein? Wozu soll das gut sein? Weiß ich's? Nur eins steht fest. Ich bin raus aus dem Fall und darf jetzt in die Wüste. Noch was. In dem Sender fand ich Sand. Sand? Ich habe ihn untersucht und er stammt aus der Mojave-Wüste. Wie bitte? Die NMCs findet man jetzt im ganzen Land. Nur wurden bisher nie welche in der Wüste gesichtet. Meteoren hassen normalerweise Trockenheit. Verstehe. Mein Auftrag könnte also damit zusammenhängen? Scheint so. Sei also nicht so betrübt. Pierce. Danke. So. Und wenn ihr jetzt erfahren wollt, wo mein ganzes Zeug ist, ja? Alles weg. Ja? Alles weg. Falls du Waffen oder Westen mitgenommen hast, Hall hat sie der Polizei zurückgegeben. Ah! Wenn du neue Waffen brauchst, Joey wartet in der Waffenkammer. Dieser Boss! Verdammt nochmal! Moment, kann ich mir noch was Neues holen? Ein Getränk. Jemand muss es vergessen haben. Natürlich. Gibt's noch was? Nichts von Interesse. So. Tasche. Hey, wir können unsere Taschen verbessern. Bewegungsmittel. Ein bisschen Hydra. Beutel. Plastikbeutel. Wofür war ein Plastikbeutel denn nochmal? Verschieben.
Bindemittel für Albers. Volle HP plus 5 HP Max. Bewegungsmittel. Mit explodierendem Aufprall. Verschieben wir. Und Tasche für eine Schutzweste. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, komm. So, Medizin Level 2. Ja, nimm wir. Was wir nicht benutzen werden, ist die Tampfer. Wir schieben. Da das hier nicht so gut ist, kann ich das sortieren. Jo. Use. Aber das kann ich. Reinigerlöser. Recurring full HP. Ach so. Okay. Sturmjacke hat nun mehr Taschen. Ah, jetzt habe ich maximaler HP-Wert gestiegen. 5 HP, alles klar. Reinigerlöser, das ist halt... Ja. Dann werde ich sagen... Verschieben. Oh. Entschuldigung für die Bildstörung. Oh Mann, ey. Ich muss echt was mit dem HT-Kabel machen. So... Ich habe 8 Sachen. Ach so, die zählen ja mit. Naja. Okay, dann gehen wir mal jetzt wieder zum Waffenladen. Lösen unser Zeug ein. Hey, Aya, willkommen im Waffenladen. Biket. Willst du was kaufen? Natürlich. Sonstiges. Ich habe ja gesagt, Heilung ist wichtig. Plasma haben wir ja und das ist zu teuer. Kombusion, ja. Das ist auch not bad. Muni. Kaufen. Ah, ich kann nicht mehr kaufen. Scheiße. Oh, meine Fresse. Moment. In der Wüste brauchst du Wasser. Sonst wirst du Trockenfutter für die Monster. Moment. Okay. Ja. Wie lange ich das mache? Bei RPGs werde ich immer 2 Stunden schätzen. Ich hab's heute, ne? Also 2 Stunden Aufnahmen machen. Use. Alles klar. Benutzen. Freigesetzt. Jetzt haben wir 50 MP. P Energy. So, dann wollen wir mal gucken. Verstärken. Das kostet nur 1600.
Inferno, erzeuge ein kleines Flammenmeer. Freisetzen. 1000. Jo, wow. Okay, dann gibt's noch ganz, ganz andere Dinge. Freisetzen. Ich glaube, Energy Shot werde ich mir später noch dazu holen. Erzeugt Blitzschlag. Aber ich habe schon mal Inferno, das ist schon mal not bad. Stärken. Verbraucht 30. Ey, das ist eine ganz starke Attacke. Max Wirkungsradius. Maximum. 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 Also ich kann mich jetzt regenerieren. Das heißt, jeder erdenkliche... Achso, Plasma kann ich, glaube ich, jetzt nicht verstärken. Ja, das kostet auch 1600. Hitzewelle mäht Gegner nieder. Alles klar. Freisetzen. Erzeugt Blitzschlag. Ja, den werde ich mir wahrscheinlich nochmal kaufen. Energy Shot. Also, mal gucken, ob ich mir auch Antibody eher hole, anstatt Energy Shot. Aber das wird schon wichtig sein für gewisse Gegner. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen werden. Ich habe jetzt 53. Das ist not bad. Ja, weißt du was? Dann können wir ja das alles wieder weglegen. Das ist alles Platz. Das ist alles Platz, den ich brauche. Fingerlösung verschieben. Verschieben. So, Medizin Level 3. Würde ich sagen, nehmen wir doch den Tonfa-Stab. Vorsichtshalber. Kann ja nicht schaden. Zwölf, also für volle Heilung. Kombusion. Komposition. So, use. Verschieben. Ich glaube mal, damit können wir gut fahren. Wie sieht's aus? Wir haben noch 6 Minuten. Die Fahrt können wir noch machen. Kann's losgehen? Jo. Okay, bin bereit. Ich mach das Tor auf, steig jetzt ein. Ich meine, sowas ist selbst animiert. September 2000, 12.13 Uhr, Mojave-Wüste, Nevada. Area 272, welcome to Dryfield. Diese Schritte, die ihr hört, man merkt schon, ah, hier sind Monster. Oder es soll den Wind darstellen. Ich war mir nie sicher. Satellite. Puh. Ran an die Arbeit. Wen soll ich hier verhören? Hey, ich will die Kiste. Natürlich.
Na, diese Bildstörung. Gemischtwarenhandel Jack Cactus abgesperrt. Ach so, Select habe ich auch eine schöne Karte. Telefon. 75 Cent? Ob funktioniert? Oh, Entschuldigung. Wir sind also. Oh, warten. Ah, da sind wir wieder. Mein Gott, die letzten 4 Minuten. Sie sind also da, die Informationen. Und passen Sie auf. Die Bevölkerung weiß nichts von unserer Existenz. Das wäre alles. Spielstand. Flüchten, 7%. Ja, das ist schon gar nicht mal. In-game habe ich nur 1 Stunde bisher verbracht. Na, Pistole, PE-Datei. Ich habe echt das noch nie benutzt. Naja, speichern wir mal ab. Naja, das sind nur noch 3 Minuten. Okay, meine Damen und Herren, das wär's dann mit dem ersten Part von Parasite Eve 2. Wir sind dann in der Wüste Nevada und in der Mojave-Wüste und wir sollen hier uns das hier angucken. Wir werden in Part 2 uns dann hier ordentlich umschauen und ja, dann wollen wir schauen, wie wir uns hier schlagen werden. Wir haben ja jetzt genug Fähigkeiten. Wir haben ja jetzt auch genug Sachen. Eine Sache, die will ich jetzt nochmal unbedingt gucken, ob ich hier zurückfahren kann. Ne, kann ich nicht. Ich kann das nur als Box benutzen. Naja, auf jeden Fall, das wär's mit dem Part, mit dem ersten Part von Parasite Eve 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso wie mir. Entschuldigung für die Bildstörung, ich werde mich mal, glaube ich, umgucken, ob ich irgendwo noch ein anderes, besseres HD-Kabel habe, weil das hier, was ich benutze, das ist echt schon alt, das hat einiges mitgemacht. Ich hoffe, dann werden die Bildstörungen ein bisschen weniger. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn ihr Parasite Eve 1 nachholen wollt, dann klickt doch nachher auf diese Playlist. Da habe ich nämlich Parasite Eve 1 komplett nachgeholt. Es ist aber komplett in Englisch, weil es nur in US und Japan blieb. Daher eine kleine Vorwarnung. Aber auf jeden Fall habe ich das komplett durchgespielt und das zum allerersten Mal. Das ist auch sehr amüsant. Auf jeden Fall. Ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, wir untersuchen die Wüste mit Air Brea. Reingehauen und hoch den Daumen.